Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Franka. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch ein Unboxing von der Trend Radar Box April 2024. Und wenn ihr wissen möchtet, was da genau drin ist und ihr auch eine Box gewinnen wollt, dann bleibt dran. Ganz viel Spaß und los geht's. Ihr Lieben, ich verlinke euch wie immer alle Details unter dem Video, sowohl zur Verlosung als auch zur Box. Schaut da auf jeden Fall nach, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich habe wie immer einen 15% Rabattcode, der heißt einfach Franka15. Damit könnt ihr auf jede Abo-Variante und auch auf eine Einzelbox 15% sparen. Im flexiblen Abo kostet die Trendbox 33,95 € und ihr bekommt immer 5 bis 10 Produkte, die nachhaltig sind, die vegan sind und einen Mindestwert von 80 € haben. Ich meine, diesen Monat ist der Wert sogar 89 € und wenn ihr ein Jahresabo abschließt, bekommt ihr jeden Monat extra Goodies und der Preis geht sogar runter auf 29,95 € pro Box. Also das lohnt sich natürlich am meisten. Ich verlinke euch die Details in der Infobox, schaut da gerne nach und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Unboxing. Los geht's. Dann machen wir die gute Box mal auf. Die Box ist übrigens prall gefüllt und super schwer. Das Thema ist diesen Monat Growing Garden. Schaut mal, die Box ist prall gefüllt mit richtig vielen Neuheiten. Ich bin jetzt so gespannt, was das für Produkte sind. Ihr bekommt hier übrigens auch immer ein kleines Heft. Da sind alle Produkte erklärt, da sind zum Teil Rezepte drin. Das ist richtig liebevoll und süß gemacht. Und das Thema dieser Box ist Growing Garden. Lebe deine Gartenträume. Voller Freude begrüßt du den bunten Frühling und bringst deinen Garten, Balkon oder dein Zuhause zum Erblühen. Also könnt ihr das wirklich auch für alles nehmen, was da drin ist. Selbst wenn ihr keinen Garten habt, das finde ich schon mal gut. Du genießt die ersten wärmenden Sonnenstrahlen und spürst die Kraft der neuen, erwachenden Natur. In diesem Monat präsentieren wir dir einzigartige Produkte, die dir die Schönheit der Natur nach Hause holen und dich mit frischen Farben und fruchtigen Geschmäckern erfreuen. Lass den Frühling in dein Leben einziehen mit deiner Trendbox im April. Bloom up your life. Und ich starte direkt mal mit dem ersten Produkt, was mega interessant für meinen Mann wahrscheinlich ist, weil der ist nämlich der Gärtner bei uns zu Hause. Ich habe nicht so einen grünen Daumen, aber er dafür umso mehr. Und wir haben eine Gärtnerseife. Das könnte ihm noch gut gefallen, denke ich. Eine handgemachte vegane Seife aus Tamil Nadu, Indien. Und zwar ist das eine geruchsneutrale Pflegeölseife mit feinen Kokospartikeln, die für ein sanftes Peeling und gepflegte Hände sorgt. So schaut die Seife aus. Richtig schön natürlich. Ich finde das eine sehr schöne Idee, gerade wenn man auch irgendwas umtopft, wo man auch die Hände nimmt. Da hat man so ein bisschen Erde dran. Dann kann man zu seiner Gärtnerseife greifen. Finde ich irgendwie ganz süß gemacht. Als nächstes habe ich hier tatsächlich einen Duft dabei und darüber freue ich mich persönlich immer ganz besonders, weil ich total gerne neue Düfte ausprobiere. Und das soll ein floraler Duft sein, ein Eau de Toilette. Der Duft ist von der Marke Panier de Sens. En Provence, made in France, kommt mit einem Roll-On und ich trage mir das einfach mal hier vorne auf. Oh, das riecht sehr angenehm. Wow, der riecht richtig schön floral, riecht aber nicht nur nach Jasmin, sondern auch nach Pfirsich und Zedernholz, haben sie zumindest hinten drauf stehen. Und ich muss sagen, das kann man auch wahrnehmen. Also immer wenn es nach Pfirsich riecht, riecht es ja ganz schnell so sauber. Und genau diesen Vibe bekomme ich auch. So einen cleanen, sauberen, floralen Vibe. Richtig schön für den Frühling und natürlich perfekt für die Handtasche. Kann man sich einfach schön auftragen zwischendurch. Das finde ich eine richtig schöne Idee, dass sie so einen Duft in die Box packen. Mir hat der sehr gut gefallen. Sehr passend für den Frühling. Als nächstes habe ich hier eine kleine Feuchtigkeitspflege von der Marke Olution, eine hydratisierende Glow-Up-Cream. Da bin ich sehr gespannt. Die Marke sagt mir noch nichts. Ich lese euch mal vor, was sie dazu schreiben. Strahlender Glow dank einer extra Portion Gemüse, mindestens so viel wie in deinem Garten wächst. Die Hydrating Face Cream Glow-Up von Olution enthält natürliche Extrakte aus 67% Pflanzen und ist gesunde Nahrung für deine Haut. Die feuchtigkeitsspendende Creme nutzt die natürlichen Eigenschaften der ausgewählten Pflanzen, wie zum Beispiel den präventiven Anti-Aging-Effekt sowie die aufhellende Wirkung von Karotten. So versorgst du deine Haut nachhaltig mit Feuchtigkeit für einen frischen, strahlenden Ton. Ja, das kann man natürlich super gut mal ausprobieren. Die ist für normale und Mischhaut geeignet. Hier hinten drauf steht auch, dass keine schädlichen und unnötigen Inhaltsstoffe drin sind.
Hier sind 15 Milliliter drin, die sollen Wert von 15 Euro haben, also etwas hochpreisiger sein. Wahrscheinlich, weil sie eher so auf der natürlichen Seite ist. Bin ich gespannt, werde ich gerne ausprobieren. Dann haben wir noch ein Shampoo mit dabei, auch von einer Marke, die mir noch gar nichts sagt. Sie nennt sich Green People Organic Lifestyle. Das ist ein intensives, reparierendes Shampoo. Hier soll grüner Tee, Orangenöl, Yucca-Extrakt und Quinoa die Haare und die Kopfhaut pflegen und nähren. Das hört sich super interessant an. Der unwiderstehliche Duft von Rosengeranie, Sandelholz und Orangenschale verleiht deinem Haar langanhaltende Frische, betörend wie ein Blumenbeet. Okay, wir testen das mal direkt. Ich mache hier mal ein bisschen was raus. Es ist klar von der Konsistenz. Ich trage mir das einfach mal kurz auf, um daran zu riechen. Oh ja, das riecht echt sehr, sehr schön. Nach Rose, das kommt auf jeden Fall durch. Ja, einfach so ein bisschen nach Blumen. Sehr, sehr schön für den Frühling. Werde ich auch gerne ausprobieren. Diesen Monat haben wir anscheinend einiges an Pflegeprodukte, was ich richtig klasse finde. Und vor allen Dingen haben wir auch einen Sonnenschutz dabei von der Marke Nuki Care Essentials. Ein Daily Sunscreen mit Lichtschutzfaktor 50. Also genau richtig jetzt für den Frühling, Sommer. Und noch dazu ist das Ganze schweißresistent und wasserfest, vegan, mikroplastikfrei und duftfrei. Ich glaube, ich werde einfach mal die Konsistenz testen. Der hat einen Wert von 13,95 Euro. Ich habe schon einige Produkte von der Marke mal ausprobiert. Die sind alle duftfrei und haben bisher immer ganz gut performt. Ich teste das einfach mal, gerade so von der Konsistenz finde ich es interessant. So leicht gelblich. Und da ist tatsächlich kein Duft drin. Häufig mag ich es nämlich gar nicht, wenn Sonnenschutz so nach Sonnenschutz duftet. Gerade bei Drogerieprodukten ist das mir häufig viel zu übertrieben. Ich mag entweder, wenn da ein richtiger Duft drin ist, also ein Parfum, oder wenn es nach nichts riecht. Aber ich mag diesen Sonnenschutzduft überhaupt nicht. Und das riecht tatsächlich nach gar nichts. Also ich rieche jetzt höchstens ein bisschen was von dem Parfum, was ich da eben aufgetragen habe. Aber wie ihr seht, verschmilzt das richtig mit der Haut und ihr habt auch keinen weißen Film. Es ist sehr feuchtigkeitsspendend und sehr reichhaltig. Also ich glaube, das ist nichts für die total fettige Haut. Eher für eine trockene Haut oder für eine normale Haut. Man muss wahrscheinlich auch ein bisschen warten, bis man Make-up aufträgt, weil da schon sehr viele Öle drin sind. Aber die Haut fühlt sich dadurch sehr geschmeidig und sehr gepflegt an. Werde ich auf jeden Fall demnächst mal testen, ob das ein Produkt ist, was man auch unter Make-up nehmen kann. Ansonsten im Urlaub zum Beispiel, wenn ich jetzt im Strandurlaub bin, dann trage ich ja kein Make-up. Und dann ist mir das auch egal, wenn das ein bisschen mehr glänzt. Dann finde ich das eigentlich ganz schön. Und vor allen Dingen sind die Sachen dann nämlich auch wirklich wasserfest und schweißfest. Wenn die so einziehen und da kein Produkt zurückbleibt, dann sind die meistens nicht wasserfest. Also die Sachen, die gut unter Make-up performen, habe ich häufig den Eindruck, die sind nicht wasserfest und sind eher wie so eine Creme. Das fühlt sich schon eher wie ein wasserfester Sonnenschutz an, aber ohne diesen penetranten Geruch. Finde ich sehr, sehr gut erstmal. Dann kommen wir mal zu der großen Packung, die ich hier sehe. Und zwar haben wir hier ein paar Hartweizenspätzle drin, die vegan sind. Ich glaube, normalerweise werden Spätzle doch mit Eiern gemacht und hier sind halt eben einfach keine Eier drin, deswegen funktioniert das ja trotzdem genauso. Also die meisten Nudeln haben ja keine Eier drin, wenn es nicht spezielle Eiernudeln sind, sind Nudeln eh vegan. Und das ist von der Marke Naturata, die mag ich auch ganz gern, habe ich schon einiges ausprobiert. Hartweizen made in Germany aus Italien. Okay, gut, dann ist der Hartweizen vielleicht aus Italien, aber in Deutschland dann produziert worden. So gehe ich jetzt mal von aus. Die haben einen Wert von 3,69 Euro. Finde ich immer richtig cool, wenn ich durch die Trendradar Box so neue Pasta und neue Sorten kennenlerne, weil Nudeln hatten wir doch recht häufig drin. Was mich persönlich aber nicht stört, weil wir essen super gerne Nudeln und freuen uns immer über ein bisschen Abwechslung. Direkt darunter haben wir ein paar Kosmetiktücher, das finde ich auch sehr gut und zwar sind das sogar Taschentücher, 80 Stück in 4 Lagen mit so einem schönen Blumenmotiv. Ich glaube, da nehme ich direkt mal eins, das ist so ein bisschen nachhaltig vom Papier, merke ich schon, also einfach so ein bisschen dunkler, nicht gebleicht wahrscheinlich, ne? Und damit werde ich mir mal gerade den Sonnenschutz entfernen, weil der ist doch etwas reichhaltiger. Und sowas finde ich auch immer schön, das kann man einfach gut gebrauchen. Hat einen Wert von 1,89 Euro und die Taschentücher werden aus recyceltem Papier gefertigt und sparen dadurch wertvolle Rohstoffe und Energie ein,
Konkret werden für nachhaltige Taschentücher bis zu 70% weniger Wasser und bis zu 60% weniger Energie eingesetzt. Also finde ich völlig okay. Vor allen Dingen sind die nicht ganz so dunkel. Das mag ich nämlich ehrlich gesagt auch nicht, wenn das so total grau ist. Und so habe ich auf jeden Fall eine gute Verwendung für. Und ich wollte es gerade sagen, ich habe nämlich manchmal Heuschnupfen im April, wenn dann alles blüht. Und das schreiben sie auch gerade. Ob dich gerade der Heuschnupfen plagt oder nicht, es ist immer gut, ein Taschentuch parat zu haben. Besonders wenn es so weich und gleichzeitig reißfest ist, wie die Recycling-Taschentücher von Ökolife. Ja, also die sind tatsächlich schön weich und kann man auch gut als Taschentücher verwenden. Oh, dann habe ich hier noch ein tolles Gewürz drin, und zwar ein Kampottpfeffer Chamka von der Marke Hella. Und von der Marke hatten wir schon mal ein paar Gewürze, das finde ich super. Und dieser Pfeffer ist doch, glaube ich, so leicht zitrusartig. Ich muss mir das mal gerade durchlesen. Ich glaube, sowas hatte ich schon mal, ist aber nicht ganz günstig. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich solche Spezialitäten in Boxen drin habe. Ich lese aber gerade, da können unterschiedliche Sorten drin sein. Hole dir die Aromen kambodschanischer Gewürzgärten zu dir nach Hause mit den Chamka-Gewürzen von Hella. Diese stammen von kleinen Farmen in Kambodscha, die dem Konzept der nachhaltigen Landwirtschaft folgen. Die fair gehandelten Gewürze werden erntefrisch verarbeitet und in einer nachhaltigen Dose aus recycelbarer Pappe verpackt. Besonderen Wert legt Chamka auf Transparenz, offenbart die gesamten Kosten entlang der Lieferkette und spendet pro verkaufter Dose 81 Cent an die sozialen Einrichtungen in Kambodscha. Freue dich über eine von vier Sorten: Sternanis, Kaffeelimettenblätter sowie grüner oder schwarzer Kampottpfeffer in deiner Trendbox April für nachhaltigen Genuss. Also ich bin jetzt sehr froh über diesen schwarzen Pfeffer. Ich glaube, ich rieche mal kurz hier dran. Es könnte auch grüner Pfeffer drin sein oder Kaffeelimettenblätter. Und wenn ihr das habt, das ist richtig geil. Ich habe hier so einen Kaffeelimettenbaum, den habe ich mal von meinem Mann geschenkt bekommen, weil das wirklich perfekt ist für Thai-Curries. Und das bekommt man halt so schwierig. Deswegen hat er mir zum Glück mal ein Bäumchen geschenkt. Aber ihr könnt das auch super in getrockneter Form verwenden und dann bekommt ihr ein super Aroma. Also, ich mache jetzt erstmal das auf. Oh, das riecht super interessant, super intensiv. Und das riecht aber sehr besonders. Einfach noch ein bisschen würziger, nach ein bisschen anderen Gewürzen. Also nicht nur nach Pfeffer. Sehr, sehr cool. Werde ich mich mal einlesen, für was ich das genau verwende. Ich habe so einen richtig schönen großen Mörser. Damit mörser ich mir auch immer Pfeffer frisch. Ich finde, das gibt einfach viel mehr Aroma. Oder ihr macht euch das einfach in so eine Pfeffermühle zum Drehen rein. Funktioniert natürlich genauso gut. Aber finde ich sehr schön, einfach mal was Neues zu testen. Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit dem langen Pfeffer. Kampottpfeffer habe ich tatsächlich noch nie gehabt, also bin ich gespannt, wie das meine Gerichte aufpimpen wird. Und wenn ihr damit tolle Rezepte kennt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, das interessiert mich immer sehr. Was ist das Besondere am Kampottpfeffer? Der schwarze Pfeffer zeichnet sich durch sein erdiges, harzig warmes Aroma aus, das stark vom Duft nach Kräutern wie Eukalyptus, Thymian und Minze geprägt ist. Kurze Zeit nach dem Mahlen offenbart er obendrauf noch frische, zitronenartige Noten. Ach doch, ich hatte sowas in der Art ja im Kopf. Hört sich super interessant an. Gerade für Pasta-Gerichte könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich liebe nämlich so eine pfeffrige Note auf Pasta. Ja, diese Kräuternoten kommen auf jeden Fall durch. Da freue ich mich jetzt umso mehr darüber. Aber ihr bekommt, wie gesagt, eins von vier unterschiedlichen Gewürzen in der Trendbox im April. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Wasserzusatz von der Marke Live, deine Gelassenheit mit Niacin für deine psychische Ausgeglichenheit. Da ist Mango- und Maracuja-Geschmack drin. Wir haben hier allerdings Nahrungsergänzungsmittel mit L-Tryptophan, Johanniskraut und Passionsblume. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich das letztens schon mal in der Box hatte und mir dann einige darunter geschrieben haben, dass man mit Johanniskraut als Wechselwirkung mit anderen Medikamenten tatsächlich sehr aufpassen muss. Also informiert euch da auf jeden Fall, wenn ihr Medikamente nehmt. Da soll es anscheinend Wechselwirkungen geben, die sich dann so ein bisschen aufheben. Also immer besser vorher einmal mehr schauen im Internet, als einfach Nahrungsergänzungsmittel so zu nehmen, weil ganz so ohne soll das nicht sein. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt nicht aus. Ich fand das auf den ersten Blick eine ganz nette Idee, Wasser ein bisschen zu aromatisieren und dass man dadurch so ein bisschen entspannter wird. Ich werde mich da auch einfach nochmal ein bisschen genauer informieren, da ich auch Medikamente nehme und auch nicht alles so ohne weiteres kombinieren kann. Deswegen nur so ein kleiner Tipp an euch. Wenn ihr nichts nehmt, könnt ihr das wahrscheinlich einfach ausprobieren. Johanniskraut wird ja nachgesagt, dass es so eine beruhigende Wirkung haben soll, aber eben auch eine Wechselwirkung mit Medikamenten. Und ich weiß nicht, ob sie das hier draufschreiben, aber jetzt habt ihr es einmal gehört. Insofern
wisst ihr Bescheid. Da sind eben wertvolle Heilkräuter drin und Heilkräuter sind nicht ganz ohne. Also die wirken zum Teil stärker oder genauso stark wie ganz normale Chemiekeulen. Also deswegen muss man einfach immer ein bisschen sich informieren. Ich finde es sowieso erstaunlich, wie viele Sachen einfach frei verkauft werden, wo überhaupt nicht draufsteht, dass man davon nicht unbegrenzt oder in einem größeren Umfang etwas konsumieren kann. Bestes Beispiel Paranüsse. Habe ich euch irgendwann mal vor 2, 3 Jahren erzählt, dass ich die total gerne esse. Dann haben mir ganz viele von euch gesagt, da darfst du maximal 1 oder 2 am Tag essen. Die sind radioaktiv. Und ich so, oh, okay, besten Dank für die Info. Also ich freue mich immer sehr über den Austausch mit euch, weil ich weiß ja auch nicht alles. Ich gucke auch nach, aber ich finde, bei Lebensmitteln sollte es draufstehen, wenn man da etwas beachten sollte. Und das steht hier, glaube ich, nicht. Also insofern wisst ihr es jetzt von mir und seid einfach ein bisschen vorsichtig mit dem, was ihr konsumiert, wenn es Kräuter beinhaltet, die vielleicht in einer höheren Dosierung sind, als das normal der Fall ist. Das nächste ist total interessant und zwar ein innovativer Feuchtigkeitsmesser für Pflanzen anscheinend. Sowas kenne ich noch gar nicht. Das Must-Have für deine Zimmerpflanzen. Hättest du es gewusst? Nur 20% aller Pflanzen werden richtig gegossen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil ich gehöre definitiv nicht zu den Experten, die das genau richtig machen. Zu wenig Wasser lässt sie welken. Doch auch zu viel Wasser kann zu bleibenden Wurzelschäden führen, sodass die Wurzeln kein Wasser mehr aufnehmen und letztendlich auch welken. Oh Gott, das ist ja blöd. Der Feuchtigkeitsanzeiger von Susti hilft dir, das Gießen zu meistern. Im Gegensatz zu anderen Feuchtigkeitsmessern siehst du auf den ersten Blick, ob deine Pflanzen wirklich Wasser brauchen und gegossen werden müssen. Bei herkömmlichen Produkten wird dir nur die Feuchtigkeit im Boden angezeigt. Susti passt sich auf alle Pflanzen und Erden an und ist super easy in der Anwendung. Wenn die Anzeige blau ist, brauchen die Pflanzen kein Wasser. Färbt sie sich weiß, ist es Zeit zu gießen. In deiner Trendbox erhältst du ein Feuchtigkeitsmesser in der Größe M oder L in einer von 3 Farben. Und ich habe jetzt hier Farbe weiß, gibt es aber auch in schwarz oder in grün. Und ich habe die Größe L hier drin, gibt es auch noch ein bisschen kleiner. Und dann ist hier ein QR-Code drauf und da wird das auch nochmal genau erklärt. Könnt ihr einfach in den Topf reinstecken. Ja, das werde ich direkt mal meinem Mann geben. Kann er sich mal angucken. Finde ich aber richtig toll. Ich gieße immer überall so ein bisschen. Häufig vergesse ich es aber auch. Also wenn er nicht wäre, wäre hier alles eingegangen. Muss ich tatsächlich zugeben. Deswegen finde ich das eine sehr schöne Idee, dass man beim Gießen ein bisschen unterstützt wird. Oh, dann haben wir hier noch eine richtig schöne Sommerblumen-Saatgutmischung. So richtig schöne, bunte Sommerblumen. Ab Mitte April bis Mitte Juni kann man die dann aussehen. Und dann dauert das so 1 bis 3 Wochen, bis die keimen. Und die Blütezeit ist ab Mitte Mai, also perfekt. Auch das finde ich eine sehr schöne Idee. Vielleicht kann ich das mit meinem Mann mal zusammen machen. Müssen wir uns mal ein Stückchen suchen, wo wir die hinpflanzen. Ich mag das ja total, wenn das bunt ist. Er hat alles nach Farben sortiert im Garten. Und bei ihm ist es auch super entscheidend, welche Farbe die Blätter haben, ob die miteinander passen. Also er ist da schon sehr speziell. Sieht aber auch sehr schön aus. Nur ich mag es total gerne, wenn es so bunt und verspielt ist, jetzt bei Blumen. Deswegen werde ich mir mal ein schönes Stück abknapsen. Das reicht für 7 Quadratmeter und dann mal so einen bunten Sommerwiesentraum ausprobieren. Freue ich mich sehr drüber. Und damit das alles auch richtig sprießt, haben wir hier ein Pflanzgranulat für Pflanzen und Kräuter. Sowas können wir auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Extra Wasserspeicher, weniger gießen, geeignet für den biologischen Anbau, so ein Bio-Zeug. Ich glaube, sowas haben wir auch noch nicht gekauft, also irgendwie kommt mir das nicht bekannt vor. Ceramis heißt das. Tu deinen Top-Pflanzen etwas Gutes. Das Bio-Pflanzgranulat für Pflanzen und Kräuter ist ein 100% natürliches Produkt aus reinem Ton und kommt ohne mineralische Vordüngung aus. Somit eignet es sich auch perfekt für deinen Kräutergarten auf der Küchenfensterbank. Das finde ich richtig gut. Hat einen Wert von 5,49 Euro und ich glaube, dafür würde ich es auch nutzen, einfach um Kräuter anzupflanzen. Liebe ich ja frische Kräuter und das teste ich gerne mal aus. Das war aber natürlich noch nicht alles. Wir haben auch noch was zum Verkosten und zwar ein Rettergut. Pesto Manifesto, Bio-Pesto mit rote Beete und Mandel. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie das schmecken soll. Denn ich bin nicht der allergrößte rote Beete-Fan. Das kommt bei mir wirklich immer so ein bisschen drauf an. Im Salat mag ich es sehr gerne, aber so Suppen oder sowas ist meistens nicht so mein Ding und auch keine Smoothies. Aber ich verkoste das jetzt einfach mal für euch. Ich bin mutig. Und dann habe ich übrigens auch noch ein Goodie hier für die Jahresabonnenten und auch noch einen kleinen Snack.
Und ich lese gerade in dem Heft, auf Seite 11 findest du ein leckeres Rezept für einen Spätzle-Salat mit Rote-Bete-Pesto und Gartengemüse. Das hört sich doch sehr gut an. Ich werde es aber jetzt erstmal pur probieren. Das hat einen Wert von 3,59 Euro. Ja, war auf jeden Fall gut verpackt. Das riecht aber ziemlich gut. Sehr angenehm. Würzig, richtig toll und hat eine tolle Farbe, ne? Ich habe mich hier mal ausgestattet mit einem Löffel und auch mit einem kleinen Knäckebrot, wo ich das einfach mal drauf verkosten werde. Ich streiche mal ein bisschen was hier drauf und nehme auch ein bisschen pur. Können wir einfach mal probieren. Ich weiß nicht, womit man das sonst isst. Muss man mal gucken, ob man das so pur essen kann. Ach, das ist gar nicht so schlecht. Also man schmeckt total den Kreuzkümmel raus und Ingwer und das gefällt mir sehr gut. Dadurch hat man so eine leichte orientalische Note. Sowas mag ich grundsätzlich immer. Kann ich mir auch sehr gut so zu Falafel vorstellen oder zu Hummus mit Brot. Da hat man einfach noch was, was man da drauf streichen kann. Ich koste es auch mal mit dem Knäckebrot. Oh, mit Knäckebrot ist es richtig gut, wenn euch das ansonsten zu langweilig ist. Hat man ein schönes Pesto da drauf. Also das schmeckt tatsächlich sehr lecker. Kann ich mir sehr gut auch einfach zu einem Salat oder zu Nudeln oder sowas vorstellen. Ich mag das auch total gerne, sowas einfach dann dazu zu essen. Oh, ich glaube, diesen Spätzle-Salat mit ofengeröstetem Gartengemüse, den mache ich mal. Das sieht tatsächlich sehr, sehr lecker aus. Guck mal, hat man so ein schönes Rezept noch hinten drin. Super, mit Rote Beete, mit Zucchini, Paprika. Und dann gibt man einfach so ein paar Esslöffel von dem Pesto und dann werden die Nudeln auch so rot. Das finde ich richtig cool. Ja, also das schmeckt auf jeden Fall, kann ich euch sehr empfehlen. Auch wenn ihr kein großer Rote-Bete-Fan seid, wird euch das wahrscheinlich schmecken, wenn ihr so würzige Pestos mögt. Also finde ich sehr gut. Um den Geschmack so ein bisschen auszugleichen, haben wir auch noch ein paar Kaugummis drin. Und zwar von der Marke True Mints. Die sind rein pflanzlich. Ich habe die hier in der Wassermelonensorte, gibt es aber auch in Pfirsich. Und das Unternehmen ist bekannt für seine plastikfreien und in Papier verpackten Kaugummis. Auch die neuen Pastillen setzen die umweltfreundliche Mission um. Sie haben eine rein pflanzliche Basis, sind frei von Zucker sowie Aspartam und werden nachhaltig verpackt. Wassermelonengeschmack hört sich richtig gut an, werde ich direkt mal ausprobieren. Ich weiß, diese Marke hat auch solche Minzbonbons. Die habe ich auch durch die Trendradar Box kennengelernt. Die haben mir auch richtig gut geschmeckt. Die habe ich immer in meiner Handtasche mit dabei. Ah, und das sind ja auch gar keine Kaugummis. Das sind auch solche Minzbonbons. Und das finde ich total cool, weil die sind wirklich richtig schön. Man kriegt einen richtig frischen Atem dadurch. Ist natürlich so eine künstliche Wassermelone, ne? Aber der Geschmack ist sehr gut nachempfunden. Das erinnert mich total an so ein super leckeres Wassermeloneneis. Und jetzt hat man einfach so einen richtig schönen, frischen Geschmack im Mund. Finde ich perfekt für die Handtasche, wirklich. Das gibt es auch in Kirsche, da schmeckt das auch super. Und ihr habt jetzt hier eben Wassermelone oder Pfirsich drin, also ein paar Sommersorten. Und da freue ich mich besonders. Also das werde ich mir direkt einpacken. Ist perfekt für zwischendurch. Wenn man mal wieder Falafel mit Knoblauchsoße gegessen hat, ist das perfekt. So, und jetzt kommen wir noch zum Trend-Goodie, was 12-Monats-Abonnenten bekommen, weil die bekommen jeden Monat extra Goodies. Und diesen Monat ist es eins von zwei unterschiedlichen, hat alles so ein bisschen was mit dem Thema Achtsamkeit zu tun. Und zwar habe ich hier, was wirklich zählt, 30 Impulse für mehr Besinnung im Alltag. Alternativ könntet ihr auch ein Affirmationsorakel drin haben. 50 Karten für innere Kraft, Zuversicht und Vertrauen vom Padloch Verlag. Finde ich eigentlich alles ziemlich gut, muss ich sagen. Wir können uns ja einfach mal ein paar Impulse anschauen, die man hier drin findet. Ich finde sowas super interessant. Im Alltag haben wir oft kaum Zeit, um uns auf das zu besinnen, was wirklich zählt. Diese Kartenbox möchte dich deshalb dazu einladen, mehr Momente der Einkehr zu finden, dich mit dem großen Ganzen zu verbinden, Kraft zu schöpfen, Ruhe zu finden und vielleicht auch neue Perspektiven zu entdecken und das unabhängig davon, ob du an Gott, Karma, das Universum oder einfach nur an dich selbst glaubst. Ziehe eine der 30 Karten und entdecke einen kleinen Moment der Besinnung. Das finde ich echt schön, muss ich sagen. Dann habt ihr hier ganz viele Karten drin und dann könnt ihr einfach quasi mal eine ziehen oder eurem Partner mal eine geben zum Ziehen. Das könnt ihr natürlich alleine oder auch zu zweit machen. Finde ich sehr, sehr schön. Je mehr du dein Leben schätzt und feierst, desto mehr gibt es in deinem Leben zu feiern. Zitat von Oprah Winfrey.
Das finde ich sehr gut, muss ich sagen. Im Laufe eines Jahres gibt es einige Tage mit einer besonderen Bedeutung, wie zum Beispiel die Tag- und Nachtgleichen im Frühling und Herbst, die Sonnenwenden im Sommer und Winter oder die Rauhnächte am Ende des Jahres. Diese Ereignisse werden teilweise seit Jahrhunderten zelebriert. Bis heute sind sie ein wunderbarer Anlass, um einmal innezuhalten und zu reflektieren. Denke an diesen besonderen Tagen einmal darüber nach, was du dir für die kommende Zeit vornimmst und was bereits hinter dir liegt. Finde ich eine ganz schöne Idee, bekommt man so ein paar Impulse für den Alltag, um sich mal ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, finde ich sehr, sehr gut. Also ihr Lieben, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand die Box richtig schön. Das war eine tolle Auswahl, mal ganz neue Produkte. Wir haben ein paar Produkte, die abweichen können, wie zum Beispiel bei dem Pfeffer. Da könntet ihr theoretisch auch eine andere Sorte drin haben. Oder auch bei diesem Wasserzusatzgetränk. Da könnt ihr auch andere Sorten drin haben. Himbeere, Melisse oder etwas mit Zitrone. Ich habe hier Mango Maracuja. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ansonsten sind die Sachen gleich. Ich finde es sehr schön, vor allen Dingen auf den Sonnenschutz freue ich mich sehr, weil der wasserfest und schweißfest ist. Ganz schön viele tolle neue Produkte für den Garten, was zum Aussehen und auch mit diesem Granulat und diesem Wassertest. Also das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Dann haben wir schöne Pflege mit dabei, Neuheiten zum Testen, ein Duft ist mit am Start, Pasta ist mit am Start. Also was will man mehr? Ich finde, das ist eine gelungene Trendbox im April. Wenn ihr Lust habt, euch die Box zu kaufen, nutzt gerne meinen Link. Da ist mein Rabattcode schon integriert. Dann könnt ihr 15% auf jede Abo-Variante sparen. Und wenn ihr ein Jahresabo abschließt, bekommt ihr eben auch immer noch Goodies mit dazu. Diesen Monat sind es eben eher solche Achtsamkeits-Goodies, ein Affirmationsorakel und diese Impulse für mehr Besinnung im Alltag, finde ich auch eine sehr schöne Idee. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt auch gerne an meiner Verlosung teil. Ich verlose euch zusammen mit TrendRaider eine Überraschungsbox. Alle Details dazu findet ihr auch in der Infobox. Einfach Hashtag TrendRaider und schon wandert ihr in den Lostopf. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich eröffne hier regelmäßig die Trendbox, aber natürlich auch ganz viele Beautyboxen, wenn das auch ein Thema für euch ist. Abonniert gerne hier meinen Kanal. Ansonsten verlinke ich euch hier nochmal zwei meiner letzten Videos. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.